Noch nie gewannen die Leverkusener ein Punktspiel in Bremen. Und es sah auch heute nicht danach aus, vor allem weil Werder über einen immer besser aufgelegten Mario Basler verfügte. Hier im Zusammenspiel mit Herzog, scheinbar im richtigen Moment gespielt, aber der Schiedsrichter pfiff abseits. Schöner Pass von Borowka auf Basler und das 1:0 nach 34 Minuten. Hochverdient, weil Werder bis dahin die bessere Mannschaft war. Und wie Mario Basler hier mit dem Ball umgeht, das ist schon allererste Sahne. Mit viel Gefühl über Rüdiger Vollborn hinweg. Keine Chance zur Abwehr. Rufer. Zwar etwas müde, aber wenn seine Pässe ankamen, waren sie allererster Sahne. Hier wieder Mario Basler gegen Sergio, den lässt er stehen. Gespielt sind 80 Minuten und wohl die Entscheidung in diesem Spiel. 2:0, erneuter Torschütze für Werder Mario Basler. Und wunderbar, wie er hier antritt, Sergio stehen lässt. Und dann gibt es auch noch die Höchststrafe für Vollborn, der Tunnel 2:0. Das war sie wohl, die Entscheidung. Was jetzt folgte, war die Basler-Show. Nur Nebenrollen für Rüdiger Vollborn und für Mario Tolkmet. Basler, der überragende Mann mittlerweile in diesem Spiel. Die letzten Minuten, es schien alles gelaufen. Tolkmet trifft dann nochmal auf Kirsten und in der Schlussminute das Ehrentor für die Gäste. 2:1, das war dann auch der Endstand. Zu mehr reichte es nicht für Leverkusen. Die Mannschaft dürfte heute hier in Bremen den Titel verspielt haben. Und womit? Mit Recht, denn hier sehen Sie, Rufer hatte noch eine große Chance für Werder. Es blieb am Ende beim 2:1.